Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Ökonomische Analyse des Rechts 2. Wir sind inzwischen in Woche 12 angelangt, glaube ich. Oh, das habe ich noch nicht geändert. Ja, ich hoffe, Sie können das, den schönen Schnee draußen ein bisschen genießen. Und haben nicht allzu viele Probleme gehabt heute mit der S-Bahn. Im Radio gab es ja diverse Nachrichten. Okay. Ja. Wir sind immer noch beim Thema Governance, Transaktionskosten. Und ja, so wie ich es am Freitag angekündigt habe, werde ich heute noch ein bisschen empirische Evidenz zum Thema Governance bringen. Es gibt eine relativ große Literatur. Es gibt ziemlich viele Artikel zu dem Thema. Und ja, ich werde Ihnen beispielhaft zwei Studien vorstellen. Eine quantitative, eine qualitative. Und ja, wahrscheinlich werden wir am Freitag in der Übungssitzung noch mehr empirische Studien kennenlernen. Genau. So, nochmal ein Wort zu der theoretischen Literatur. Genau, also die Grundlagenliteratur, die auf jeden Fall Pflicht ist für Sie, sind hier oben die zwei Artikel von, ist einmal das Kapitel von, aus dem Lehrbuch von Vogt. Und dann dieses Buchkapitel von Ingo Pies und Martin Neschke. Und ja, also es ist wirklich, es kann sehr hilfreich sein, zu den einzelnen Kapiteln jeweils passende Podcasts zu hören. Da wird nochmal ganz anders, in einer ganz anderen Atmosphäre und manchmal viel verständlicher als in so einem Lehrbuch über so ein Thema gesprochen. Und deswegen habe ich hier diesen Podcast mit Mike Munger von Russ Roberts aufgeführt. Schauen Sie mal da rein, hören Sie sich's an, vielleicht hilft Ihnen das. Genau, und hier die Originalquelle von Williamson, falls es Sie interessiert, aber Sie müssen nicht unbedingt da die Originalquelle lesen. Williamson selber schreibt nicht besonders toll. Okay. Steigen wir ein in die empirische Evidenz. Auch hier vorab zur Literatur. Zuerst schauen wir uns eine quantitative Studie an von 1987 von einem Autor, der heißt Paul Josko oder Josko. Ich glaube, ich werde ihn jetzt immer Josko nennen, aber wahrscheinlich spricht man den Josko aus. Ja, dann sollte ich ihn auch Josko nennen. Aus dem American Economic Review. Und als qualitative Studie schauen wir uns an einen Artikel von Benjamin Klein aus dem Jahr 2000. Eine Fallstudie zu General Motors. Aber jetzt erstmal zu dem Artikel von Josko. Aber vorab, die grundlegende Hypothese, die, wenn wir jetzt in die empirische Literatur hier einsteigen wollen, um uns die Hypothese zu anschaulichen, besonders für den Artikel von Josko, ist es nützlich, sich nochmal hier diese Überblickstabelle anzuschauen, die ja quasi die Hauptaussage von Williamson beinhaltet. Genau, und die Hypothese, die wir jetzt erstmal aufstellen werden, ist, je mehr spezifisches Kapital eine Rolle spielt, desto länger werden Vertragslaufzeiten sein, um eventuelle Hold-up-Probleme zu vermeiden. Ich denke, die Intuition ist klar, aber ich werde es nochmal explizit hier zeigen. Je länger ein Vertrag zwischen zwei Transaktionspartnern ist, desto eher hat man die Chance, Hold-up-Probleme zu vermeiden. Warum ist das so? Naja, man kann, also je länger der Vertrag ist, desto komplizierter wird der Vertrag potenziell sein und desto eher wird man sich überlegen, was man ex ante in den Vertrag aufnehmen könnte, um eventuelle Holder-Probleme, opportunistische
Probleme zu vermeiden. Und auch hier in der Übersicht, die wir letzten Freitag kennengelernt haben, spiegelt sich das teilweise wieder. Wenn wir ganz links sind, ganz links bei nicht spezifischen Investitionen, dann haben wir klassische Verträge. Ne? Und die sind typischerweise in ihrer Dauer sehr begrenzt. Denken Sie an ganz normale Kaufverträge oder also von Standard-Ausrüstung, Standard-Materialien. Das sind keine langen Verträge. Ne? Das sind Standard-Kaufverträge. Die sind quasi Spot-Verträge. Auf der Stelle abgewickelt und dann fertig. Also sehr kurze Laufzeit bei Nichtspezifität. Und dann, wenn wir ein Stück weiter nach rechts gehen, sind wir bei der trilateralen Governance und da können wir uns schon ganz gut eigentlich ein bisschen längere Vertragszeiten vorstellen, besonders wenn noch eine dritte Partei mit all ihren Pflichten und Rechten in den Vertrag aufgenommen wird. Ja, das würde sich nicht lohnen, das für einen ganz kurzen Vertrag nur zu machen. Also könnten wir uns vorstellen, dass hier die Vertragslaufzeit schon ein bisschen länger ist. Dann, wenn wir noch ein Stück mehr Spezifität und vor allem höhere Häufigkeit haben, sind wir dann bei der bilateralen Governance. Da haben wir es ja dann per Definition mit einem sehr langen Vertrag zwischen den Transaktionspartnern zu tun. Ne? Denn Sie erinnern sich, das ist ja eine langfristige Geschäftsbeziehung, die vertraglich auch festgehalten ist, ne? Zwischen den Vertragspartnern. Und da sind garantiert ziemlich viele Klauseln auch zur Vermeidung von Hold-up drin. Und insbesondere die Tatsache, dass es ein langfristiger Vertrag ist, hilft auch gegen Hold-up-Probleme. Warum? Naja, wenn man mitten in der Vertragslaufzeit versucht, den anderen übers Ohr zu hauen, dann hat der andere entweder Anrecht auf Vertragsstrafen oder kann es einem langfristig innerhalb des Vertrages auch heimzahlen. Ne? Denn beide Seiten sind ja gebunden in so einem langfristigen Vertrag. So, und ganz rechts schließlich haben wir dann noch viel höhere Spezifität. Da haben wir die vereinheitlichte Governance und das ist ja, natürlich eine sehr lange Vertragslaufzeit, denn wenn Sie sich überlegen, dass zwei Transaktionspartner sich zusammenschließen zu einer einzigen Firma, zu einem Akteur, dann ist es ja eigentlich eine nach hinten offene Vertragslaufzeit, ne? Eine erstmal unbegrenzte. Klar, so eine Vertragsbeziehung kann man, so eine Beziehung kann man auch beenden, aber grundsätzlich ist es erstmal unbegrenzt angelegt. So, ich denke hier, ja, aus diesen Argumenten, die ich jetzt eben genannt habe, lässt sich dann die Hypothese ableiten, je mehr spezifisches Kapital eine Rolle spielt, desto weiter nach rechts wir also hier in dieser Tabelle kommen, desto größer werden Vertragslaufzeiten sein. Ne? Und das ist eine Hypothese, die man einfach, die man in vielen Anwendungen auch gut empirisch überprüfen kann. Eine andere Hypothese, die wir am Freitag vielleicht kennenlernen, ist, je weiter wir, also je mehr Spezifität eine Rolle spielt, desto eher, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, vereinheitlichte Governance zu beobachten. Okay, und das ist auch ein Ansatz, den viele empirische Studien wählen. Als Hypothese. Aber jetzt beziehen wir uns erstmal auf die Vertragslaufzeit. So. Eine relativ viel zitierte empirische Studie aus diesem Bereich ist die von Josko 1987. Und darin analysiert er die Vertragsbeziehungen zwischen Kohlezulieferern und Kohlekraftwerken. Und zwar umfasst die Stichprobe 277 Kohleverträge aus den USA im Jahr 1979. Und zwar bezieht sich das Jahr nicht auf das Jahr des Vertragsabschlusses, sondern das ist einfach das Jahr, in dem er die Verträge eingesehen hat oder ja, der Stand der Verträge. Das können Verträge sein, die schon vorher abgeschlossen sind. Ne? Und ja, spezifisch in diesem Kontext lautet dann die Hypothese, je mehr spezifische Investitionen eine Rolle spielen in einer Vertragsbeziehung, desto länger wird der Ex-Ante
ausgehandelt Vertrag sein zwischen Kraftwerk und Zulieferer. Ne? So, und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, in welcher Form genau spielt Spezifität eine Rolle in solchen Vertragsbeziehungen? Wir können hier mal kurz überlegen, bevor ich weiterklicke. In welcher spezifischen Art und Weise spielt Spezifität von Investitionen eine Rolle bei Kohleverträgen? So, JOSCO unterscheidet Williamson folgend zwischen drei verschiedenen Arten von Spezifität. Die erste ist Site Specificity. Okay, das sollte ich lieber hinschreiben. Sorry. Das hatte ich vorhin gelöscht und jetzt habe ich es vergessen, wieder hinzuschreiben. Am besten drunter. So, das sind die drei Arten, habe ich schon mal hingeschrieben. Einfach nur, damit es keine Probleme mit dem Nachschlagen gibt. So, die erste Form der Spezifität, die ihr in Betracht zieht, ist die sogenannte Site Specificity. Was könnte damit gemeint sein? Das bezieht sich auf quasi geografische Spezifität. Und zwar ist es so, dass einige Kraftwerke direkt neben einer Kohlemine gebaut sind, von denen sie beliefert werden. Und das ist natürlich eine sehr hohe geografische oder Site Specificity. Und statistisch gesehen wird dies erfasst über eine Dummy-Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn ein Kraftwerk direkt neben der Mine liegt. Ja, also erstmal hier. Im statistischen Modell sehen wir quasi das lineare OLS-Modell aufgestellt und I ist natürlich der Vertrag I. Ne? Also die Vertragsbeziehung I ist quasi die Beobachtungseinheit und der Dummy für die geografische Spezifität, für die erste Art ist hier. Ne? Habe ich mal nebenan genannt. Natürlich heißt die bei JOSCO nicht nebenan. Werden wir gleich sehen. Okay. Das ist die erste Art, das ist ein Dummy, der den Wert 1 annimmt, wenn ein Kraftwerk direkt neben der dazugehörigen Mine liegt. Die zweite Art von Spezifität, die hier betrachtet wird, ist die sogenannte Physical Asset Specificity. Übrigens ein ganz tolles Wort zum Schnellaussprechen, Specificity. Was hat es hier, was hat es damit auf sich? Kraftwerke, die im Westen und im Mittwesten der USA gebaut sind, sind im Vergleich zu denen im Osten eher so, dass sie nur spezifische Arten von Kohle verbrennen können. Aus verschiedensten Gründen. Statistisch erfasste JOSCO das über zwei Dummies, können sich schon fast denken, die den Wert 1 annehmen, wenn der Zulieferer entweder im Midwesten oder im Westen der USA zu finden ist. Also hier geht es darum, dass die Kraftwerke im Westen und im Midwesten eher, die haben eine gewisse Spezifität in Bezug auf die Arten von Kohle, die sie verbrennen können. So, als dritte Art Spezifität, die hier betrachtet wird im Grundmodell, ist die sogenannte Dedicated Asset Specificity und das bezieht sich auf die vertraglich vereinbarten Liefermengen. Und zwar haben wir hier hohe Spezifität vorliegen, wenn große Mengen auf Jahresbasis geliefert werden. Inwieweit stellt das eine Spezifität dar? Naja,
wenn sehr große Mengen vertraglich vereinbart sind, dann heißt es auch, dass man ja, mehr festgelegt ist, ne? Und größere Probleme zu erwarten hat, wenn man den Vertrag nicht einhält. Und zwar, ja, kann man sich hier quasi, hier sind beide Seiten ein bisschen, beide Seiten sind davon betroffen, sowohl der Zulieferer als auch das Kraftwerk. Statistisch wird diese Art der Spezifität erfasst durch eine Variable, die die vertraglich festgelegte jährliche Liefermenge enthält. Ne? Hier habe ich mal Menge genannt. So, und aus, was würden wir jetzt erwarten für die geschätzten Koeffizienten Beta 1, Beta 2, Beta 3, Beta 4? Denken Sie mal nach. Ausgehend von unserer grundlegenden Hypothese, dass die Vertragsdauer für höhere Spezifität auch länger sein sollte, würden wir also erwarten, dass die Koeffizienten Beta 1 bis Beta 4 signifikant und positiv sind. Ne? Das ist ja die Interpretation. Je höher der Wert oder wenn der Dame 1 einnimmt, desto höher sollte auch die Vertragslaufzeit sein. Noch ein Wort zu der abhängigen Variable, die Vertragslaufzeit. Die variiert in der Stichprobe zwischen einem und 50 Jahren und hat einen Durchschnitt von 12 Jahren. Also wir haben da schon relativ viel Variation, ne? Falls Sie sich gedacht, falls Sie vielleicht Sorgen hätten, dass es da kaum Variation gibt. Schauen wir uns mal die Ergebnisse an. JOSCO führt diese Schätzung dann durch, und zwar in verschiedensten Spezifikationen, die gehen wir jetzt nach und nach durch. Vielleicht noch zum Überblick. Die ersten drei Spalten sind verschiedene Spezifikationen mit der Gesamtstichprobe. Woran sehen wir das? Sehen wir hier unten an der Anzahl der Beobachtungen 277, 277, 277 und alle folgenden Spalten beziehen sich dann auf eine Teilstichprobe, und zwar sind das nur Verträge, bei denen es um genau ein Kraftwerk geht. Ne? So, und was sehen wir noch? In den Spalten 7 und 8 werden noch zusätzliche Variablen eingeführt, nämlich einmal die Variable Plant Proportion, die beschreibt den Anteil, den die vertraglich ausgemachte Menge an der Gesamtfördermenge der Mine ausmacht. Ne? Also nochmal eine andere Art, die Spezifität in Bezug auf die, auf den Zulieferer zu beschreiben. Und Sie können sich schon fast denken, die nächste Variable, Utility Proportion, beschreibt den Anteil, den die vertraglich ausgemachte Menge an der Gesamtkapazität des Kraftwerks ausmacht. Und dann haben wir schließlich noch eine dritte Variable, Plant/Utility. Das ist nichts anderes als der Bruch zwischen den beiden Variablen. Ne? Und nur um einfach beide irgendwie noch einfließen zu lassen. Genau, was sehen wir denn hier an Ergebnissen? So, schauen wir uns was war die erste Art der Spezifität? Das war die geografische, also Site Specificity. Die Variable heißt hier Mine Mouth, also die hier. Ich schreibe nochmal dran, wie sie bei mir hieß. So, was sehen wir da? Ich denke, wir sehen durchweg, dass da eigentlich sich ein einheitliches Bild ergibt. Achso, vielleicht noch ein Wort dazu, was da überhaupt steht. Die erste Zahl, die da steht immer, ist das geschätzte Beta. Das sollte ich vielleicht dran schreiben. Die erste Zahl, die da steht, ist das Beta, und die zweite Zahl darunter in Klammern ist der Standardfehler. Okay, und in so einer simplen Schätzung wie hier können Sie sich als Daumenregel merken, wenn Beta geteilt durch Standardfehler größer als 2 ist, dann haben wir 5% Signifikanz vorliegen.
Okay, und alles, was noch größer ist, ist dann noch mehr signifikant. Und wir sehen hier, ja, zum Beispiel hier hätten wir dann 16 durch 2, das ist auf jeden Fall größer als 2. Und wenn wir die Reihe weiter durchgehen, sehen wir, ja, dass der Effekt immer positiv geschätzt wird und eigentlich auch immer signifikant. Das heißt, wir haben hier erstmal ein relativ robustes Ergebnis, dass ja, dass die geografische Spezifität eine Rolle spielt, ne? Also, genau. Das ist ja ein Dummy und die Interpretation jetzt zum Beispiel für die erste Zahl hier, die wir sehen, wäre, dass bei Verträgen, wo Kraftwerk und Mine direkt nebeneinander liegen, die Vertragslaufzeit 16,3 Jahre länger ist, als bei Verträgen, wo das nicht so ist. So, das ist die erste Spezifikation und ja, bei den anderen werden die werden dann einfach, das sind einfach leicht variierte Spezifikationen, ne? Also Sie sehen, bei der ersten Spalte haben wir quasi die absolute Menge drin und auch noch die absolute Menge quadriert. Und in der zweiten Spalte haben wir dann die Liefermengen als Logarithmus drin. Und was ist in der dritten Spalte anders? Naja, in der dritten Spalte haben wir die Vertragslaufzeit logarithmiert drin und die Liefermenge auch. Und wenn Sie sich erinnern, die Interpretation ist ja dann, wenn die Liefermenge sich um 1% ändert, dann ändert sich die Vertragslaufzeit um so und so viel Prozent. Ne? Das wären hier. Hm. 0,5%. Also immer noch ein positiver und auch signifikanter Zusammenhang. Ne? Sehen, der Bruch ist hier auch größer als 2. So, und die Menge, die Quantity ist natürlich, war natürlich unser Indikator für die dritte Art von Spezifität, ne? Das war Dedicated Asset Specificity. Und auch da sehen wir, dass es eigentlich in allen fast allen Spezi in allen Schätzungen einen positiven Effekt gibt, ne? Also hier sehen wir einen positiven Effekt. Ja, und dann durchweg hier auch, ne? Also hier überall positiv geschätzt und immer mit einem Bruch größer als 2. Okay, das heißt, für diese Variable finden wir auch Evidenz, dass quasi die Hypothese zutrifft. Und unsere dritte Art von Spezifität hatten wir ja mit den beiden geografischen Dummies für den Mitwesten und den Westen. Was sehen wir da? Auch da sehen wir durchweg positiv geschätzte Koeffizienten und ich schaue gerade, ja, auch überall ein Quotient mindestens von 2. Ne? Also selbst hier drüben, wo es knapp ist, schaffen wir es gerade so. Ne? Die Signifikanz ist immer noch größer gleich 2. Das heißt, wir stellen fest, bei Vertragsbeziehungen im Mitwesten oder im Westen die Vertragslaufzeiten signifikant länger sind als bei Verträgen, die sich auf den Osten der USA beziehen. Genau, und die ganzen Ergebnisse sind gültig, unabhängig davon, ob wir die Gesamtstichprobe oder nur die Teilstichprobe von Einkraftwerksverträgen anschauen. Was war mit den zusätzlichen Proxies, die wir eingeführt hatten? Plant Proportion, Utility Proportion und den Koeffizienten davon. Da sehen wir, ja, da schätzen wir keinen signifikanten Effekt. Das heißt, da können wir nichts über den Effekt der Variable aussagen. Genau. So.
Ja, Sie merken, also vom Ergebnis ist es relativ simpel. Die Hypothesen, die wir aufgestellt hatten, sind quasi, können nicht widerlegt werden. Das heißt, wir haben hier Evidenz dafür, dass die drei verschiedenen Arten von Spezifität, die wir uns überlegt hatten, dass die tatsächlich signifikant eine Rolle für die Vertragslaufzeiten in der Kohleindustrie in den USA im Jahr 1979 spielen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob eine so simple Analyse nicht zu vereinfachend ist. Was könnten Sie sich denn vorstellen, was hier für potenzielle Probleme auftreten bei so einer Analyse? Nehmen wir zum Beispiel die Variable, die hier, ne, mein macht, also der Dummy, der angibt, ob Kraftwerk und Kraftwerk und Mine direkt nebeneinander liegen. Ist das wirklich eine exogene Variable? Also ist das wirklich eine Variable, die kausal vor der Vertragslaufzeit zu sehen wird, ist? Nein, natürlich nicht. Ne, es ist ja nicht zufällig so, dass das Kohlekraftwerk direkt neben der Kohlemine ist, sondern es ist Teil des gleichen Vertrages und es war quasi vorher eine Überlegung, das beides zu machen. Ne? Also es ist Teil desselben Vertrages, dass Kraftwerk und Mine direkt nebeneinander sind und dass die Vertragslaufzeit sehr lang ist. Und statistisch gesehen ist es dann ein Problem, wenn die Gründe für die Nähe zur Kohlemine korreliert sind mit der Vertragsdauer. Und wenn wir diese Gründe nicht berücksichtigen, dann haben wir ein sogenanntes Endogenitätsproblem. Und das führt dazu, dass der Koeffizient Beta in diesem Fall verzerrt, also inkorrekt geschätzt wird. Okay? Und da müsste man eben versuchen, irgendwie dafür zu kontrollieren. Zum Beispiel über irgend so einen zweistufigen Ansatz, wie wir es bei der Piraterie mit dem File-Sharing gesehen hatten. Ne? Das heißt, wir müssten uns irgendeinen Zusammenhang überlegen, der dahinter steckt, ob Kraftwerk und Mine nebeneinander gebaut werden. Und dieser Zusammenhang sollte möglichst wenig mit der Vertragsdauer zu tun haben. Und wie Sie sich sicher vorstellen können, ist das relativ schwer zu trennen, statistisch wie auch inhaltlich. Ne? Denn ich habe ja eben schon gesagt, Vertragslaufzeit und diese geografische Nähe, die sind ja Teil desselben Vertrages. Und ich denke, es wäre sehr schwer, ne? Da irgendwas zu finden, womit man das statistisch trennen kann. Und ein weiteres Problem aus meiner Sicht ist, dass die beiden Dummies für Westen und Mitwesten natürlich sehr ungenaue Maße sind für das, was beschrieben wird, nämlich dass bestimmte Kraftwerke nur bestimmte Arten von Kohle verarbeiten können. Ja? Ich weiß nicht genau, warum es da nicht genauer gemacht wurde. Aber wahrscheinlich hätte man schon das genauer aufschlüsseln können. Ne? Also man hätte sich einfach anschauen müssen, ob die Kraftwerke begrenzt sind in ihren Möglichkeiten, verschiedene Arten von Kohle zu benutzen. Und daraus hätte man bestimmt sich einen Dummy bauen können, der wahrscheinlich natürlich im Endeffekt die gleiche Aussage gehabt hätte, aber das wäre dann ein genaueres Maß gewesen. Ne? Denn sicherlich gibt es auch im Westen oder im Mitwesten vereinzelt Kraftwerke, die flexibel sind in den Arten von Kohlen, die sie benutzen können. Das ist nur eine Auswahl von Problemen, die mir eingefallen sind. Am Freitag werden wir nochmal. Ich denke, am Freitag werden wir diese Tabelle oder diese Schätzung hier
von JawScone auch nochmal aufgreifen. Das heißt, Sie können sich jetzt schon überlegen, was denn für weitere Probleme, was für weitere Probleme es mit so einer Analyse geben könnte, so wie sie JawScone hier durchführt. Und am Freitag haben Sie dann schon was vorliegen. So, kommen wir zuletzt zum nächsten Teil. Statt wie bei JawScone einen großen Querschnitt von Verträgen quantitativ zu betrachten, wird bei der Studie von Benjamin Klein aus dem Jahr 2000 eine spezifische Geschäftsbeziehung qualitativ als Fallstudie betrachtet. Kurz Zusammenfassung: Nachdem die Vertragsbeziehung zwischen dem Zulieferer von Autokarosserien Fischer, also der Zulieferer hieß Fischer, und dem Autohersteller General Motors, GM, 5 Jahre lang gut lief, gab es Probleme, als GMs Nachfrage nach Karosserien kurzfristig drastisch anstieg. Also die Grundlage für den Fall hier ist, es gab einen langfristigen Liefervertrag zwischen dem Hersteller GM und dem Karosseriebauer Fischer. Und bevor wir jetzt in den Fall einsteigen, müssen Sie sich natürlich darüber klar sein, inwieweit hier spezifisches Kapital eine Rolle spielt. Denken Sie mal nach, wo kommt hier die Spezifität rein? Genau. Die Karosserien, die Fischer für GM herstellt, sind natürlich sehr GM-spezifisch, also anderweitig nicht verwertbar. Denken Sie an eine beliebige Auto, Kfz-Karosserie und eine Karosserie für ein bestimmtes Automodell ist fast immer nicht anderweitig verwertbar. Ne? Es gibt ein paar Ausnahmen, aber sehr selten, wo Karosserien von mehreren Herstellern benutzt werden, aber das sind dann ja, strategisch, das sind dann echte Partnerschaften. Also wir haben sowas gesehen bei diesem großen Van. Ne? Den gab es von VW und von Ford und von Seat. Der Charan war das bei VW. Und den gab es auch von Seat, in Alhambra hieß der, und bei Ford gab es den dann auch. Und die haben alle die gleiche Karosserie benutzt, ne? Und dann einfach nur Motoren und Ausstattung variiert. Aber allermeistens ist es so, dass die Karosserie sehr spezifisch für ein Modell ist von einem Hersteller. Das heißt, wir haben hier potenziell eine Spezifität. Grundsätzlich also eine potenzielle Hold-up-Situation, in der GM Fischer quasi ausrauben könnte. Ne? Denn Fischer legt sich ja fest, Fischer muss ja seine Fabriken so gestalten, so bauen, dass sie spezifisch die Karosserien für GM herstellen können. Und wenn die erstmal fertig sind, diese spezifischen Fabriken, dann könnte GM Fischer natürlich in Nachverhandlungen ausrauben, ne, und zum Beispiel niedrigere Preise ausmachen. Oder in irgendeiner Weise bessere Vertragsbeziehungen aushandeln. So, und um dies zu vermeiden, handelte Fischer in dieser Situation ex ante, also bei Schließen des Vertrages, einen 10-Jahres-Vertrag aus, der GM dazu verpflichtete, Karosserien ausschließlich von Fischer zu beziehen. Okay, wichtig. Erstens, es ist ein langer Vertrag, 10 Jahre ist ziemlich lang, und eine exklusive Beziehung. GM darf Karosserien nur von Fischer beziehen. Okay, das verstärkt nochmal die Verhandlungsposition von Fischer. Und noch ein kleines, aber feines Detail aus dem Vertrag ist der Preis. Und zwar ist der Preis im Vertrag festgelegt, funktional festgelegt. Und zwar soll der Preis die variablen Kosten von Fischer, die variablen Produktionskosten von Fischer plus 18% decken. Und zwar unabhängig von den Kosten, die Fischer hat. Okay?
Warum das relevant ist, sehen wir gleich. Das sind die wichtigen Eckpunkte des Vertrages, ne, der 1919 abgeschlossen wurde. Also es ist ein Beispiel, das schon ziemlich alt ist, aber ja, auch heute noch relevant. 1925, nee, also jetzt 5 Jahre lang läuft erstmal alles gut. Und 1925, also 5 Jahre nach Vertragsschluss und 5 Jahre vor Vertragsende, kommt es dann zu einem unerwartet starken Anstieg in der Nachfrage nach Autos, sodass GM kurzfristig ganz dringend verstärkt Karosserien von Fischer braucht. Ne? Denn ja, ist natürlich schlecht fürs Image, auch wenn man der Nachfrage nicht nachkommen kann. Und statt aber die Produktionskapazitäten auszuweiten und weiter einigermaßen effizient zu, und um weiter bei einigermaßen effizienten Kosten zu produzieren, produzierte Fischer weiter mit den vorhandenen Kapazitäten. Nochmal. Was ist jetzt passiert? Es gibt einen exogenen Schock, nämlich ja, okay, jetzt ich habe gerade gemerkt, dass die Auflösung schon da steht, aber es ist nicht so schlimm. Nochmal. Was passiert 1925? Wir haben durch exogene Gründe eine plötzliche starke Nachfragesteigerung nach Autos. Das heißt, die Nachfrage nach Karosserien für Fischer steigt auch. Und um weiter effizient produzieren zu können, müsste Fischer eigentlich weitere Fabriken kaufen. Ne? Möglichst in der Nähe von den direkt neben den Werken von GM, wo die dann zusammengebaut werden. Aber statt das zu machen, baute Fischer seine Kapazitäten nicht weiter aus und produzierte weiter mit den vorhandenen Kapazitäten. Warum, können Sie sich jetzt fragen, warum und dafür denkt man zurück an dieses Detail aus dem Vertrag, nämlich den vertraglich vereinbarten Preis. Wir haben eben gesagt, bei der stark erhöhten Nachfrage müsste Fischer eigentlich seine Produktionskapazitäten ausweiten, um weiter effizient zu produzieren. Aber wenn sie es nicht machen, und sie haben es nicht gemacht, dann können sie nicht mehr effizient produzieren. So, und diese ineffiziente Produktion bedeutet für Fischer erhöhte variable Kosten. Was wiederum dazu führt, dass Fischer von GM einen höheren Preis verlangen kann, denn das ist ja vertraglich festgehalten. Und GM ist natürlich in einer ja, blöden Lage jetzt, weil sie ja vertraglich noch weitere 5 Jahre dazu verpflichtet sind, Karosserien ausschließlich von Fischer zu beziehen. Und GM ist jetzt in dieser Situation stark unter Druck, seine Automobilproduktion auszuweiten. Und ja, was ist hier also passiert? Also aus ökonomischer Sicht, wir hatten ursprünglich eine Situation, die potenziell durch Opportunismus seitens GM gekennzeichnet war. Und das erkannte Fischer und um das zu umgehen, wurde ein langfristiger Vertrag, ein 10-Jahres-Vertrag abgeschlossen, der 5 Jahre lang gut funktionierte, also gewissermaßen 5 Jahre lang selbst durchsetzend war. Und dann aber durch die stark veränderten Umstände war Fischer auf einmal in der Lage, seinerseits opportunistisch zu handeln, indem die Kapazitäten nicht ausgeweitet werden. Ne? Und damit konnten sie höhere Preise verlangen. Und was meinen Sie, wie GM darauf reagiert hat? Ne, es steht schon dran, GM hat einfach den Aktienanteil von Fischer auf 100% erhöht und damit volle Kontrolle über Fischer übernommen. Ökonomisch nennen wir das auch vertikale Integration oder wir haben es in der Tabelle auch vereinheitlichte Governance genannt. Und damit hatten sie dann einfach die komplette Kontrolle über das, was Fischer gemacht hat. Und die Message dieser Fallstudie ist also,
vertikale Integration kann hilfreich sein, um die Rigiditäten von langfristigen Verträgen und die damit verbundenen Kosten zu vermeiden. Ne? Denn langfristige Verträge können zwar helfen, Opportunismus ein bisschen einzudämmen, aber je länger der Vertrag, desto unflexibler ist man natürlich. Denn jedes Mal, wenn man irgendwie auf exogene Schocks reagieren muss, dann muss der ganze Vertrag angepasst werden und das ist sehr inflexibel und langwierig, ne? Und ist mit hohen Kosten, mit Organisationskosten verbunden und Transaktionskosten. Und GM ist dieses Problem dann umgangen, indem sie oder ist diesem Problem dann begegnet, indem sie Fischer einfach ganz aufgekauft haben. Die Frage, die man sich jetzt natürlich stellen kann, ist, warum hat GM Fischer nicht direkt von Anfang an gekauft, 1919? Können Sie sich denken? Klar, 1919 waren noch ganz andere Umstände. Und da haben sie sich intern ausgerechnet, hat es sich noch nicht gelohnt, Fischer zu kaufen. Ne? In BWL-Sprache geht es ja hier grundsätzlich um die sogenannte Make-or-Buy-Decision. Ne? Also produziere ich selber die Karosserien intern und habe die komplette Kontrolle darüber oder lasse ich das jemand Externes machen, ne? Und spare mir die Organisationskosten, aber habe dafür höhere Transaktionskosten. Genau, und darum geht es ja eigentlich hier bei der ganzen Transaktionskostenökonomik. Wo ist genau die Grenze zwischen Make oder Buy? Und hier ist ein schönes Beispiel, und deswegen ist das hier eine schöne Fallstudie, weil 1919 am Anfang des Vertrages war man noch links von dieser Grenze. Es hat sich noch nicht gelohnt, selber zu produzieren. Oder man GM hat sich ausgerechnet, es lohnt sich mehr, produzieren zu lassen, wenn auch mit einem langfristigen Vertrag. Und dann aber durch die veränderten Umstände und die potenzielle Ausbeutung durch Fischer war auf einmal das Aufkaufen, also die Eigenproduktion, bessere Option und wurde dann auch gemacht. Deswegen ist das hier eine schöne Fallstudie. So, das war alles, was ich für heute zu erzählen hatte. Ich habe noch jede Menge weitere empirische Studien, aber ich denke, es wäre jetzt ein bisschen repetitiv, wenn ich Ihnen dauernd Tabellen zeigen würde, wo immer wieder ähnliche Sachen rauskommen. Und stattdessen werden wir das am Freitag in der Übungsaufgabe machen. Ich werde versuchen, die Artikel, also die Aufgaben aufzubereiten vorher. Ne? Also ich werde Ihnen nicht diesmal einfach die Artikel geben, sondern Ihnen, so wie ich es schon ein paar Mal gemacht habe, die Tabelle aufbereitet geben, damit Sie nicht mit dem Englischen kämpfen müssen. Ja, wie immer möchte ich Sie nochmal daran erinnern, dieses ganze Konzept mit der Vorlesungsaufzeichnung ist für Sie nur dann vorteilhaft, wenn Sie es auch intelligent nutzen. Also, zwischendrin Pause machen, Sachen nachschlagen, Fragen stellen, zusammen mit Ihren Kommilitonen arbeiten und nicht einfach nur konsumieren. Und dann haben Sie am meisten davon und dann bringt Ihnen das Konzept auch ein bisschen mehr. Okay. Vielleicht eine organisatorische Sache noch. Ich hatte ja gesagt, dass wir ja, ich muss noch mal schauen. Ich hatte ja angekündigt, vielleicht gehen wir noch mal in den PC-Pool. Ja. Ich weiß noch nicht, ob wir das wirklich schaffen.
Aber ich denke, wenn, dann wäre das hier in dieser Woche, ne? Nächste Woche machen wir dann Schadensrecht und hier auch nochmal und dann gehen wir da vielleicht in PC-Pool. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich wirklich zum Schadensrecht direkt Experimente habe. Wahrscheinlich nur indirekt relevante, aber ich, ja. Ich habe das Gefühl, die PC-Pool-Sessions sind schon auch gut. Ja, die bringen ihnen schon was. Sie sehen, wie solche Experimente ablaufen und sie können sich ja, auch Gedanken darüber machen, inwieweit so ein Experiment wirkt, dann die Realität abbildet oder wie man das verbessern könnte. Genau, und weiterhin gilt, dass wir am letzten Freitag vor der Klausur spätestens dann, oder da werden wir auf jeden Fall erstens eine Fragestunde haben, wo sie mir bis spätestens eine Woche vorher die Fragen zuschicken und ich bereite die auf und spätestens bis zum 15. werde ich dann auch die Infos zur E-Klausur da haben und Ihnen zeigen können, wie die E-Klausur in echt aussehen wird, ne? Damit Sie nicht am Tag der Klausur zum ersten Mal davor stehen. Dann bis